Herzlich willkommen zu Folge 3 vom FIFA 16 Karrieremodus mit Real Madrid. Und wir werden jetzt erstmal in die Partie gegen Atletico Madrid gehen. Heute das Städte-Derby der Madrilenen. Und ich würde sagen, wir spielen heute mal in Blau und die spielen wohl. Was haben wir nicht im Angebot? Das ist schade. Eigentlich habe ich es freigeschaltet, aber egal. Spielen wir halt in Grau und die spielen in Rot-Blau und wir gehen rein. Und da geht's los. Atletico Madrid gegen Real Madrid im Estadio Vicente Calderón. Heute das Städte-Derby in der Primera Division. Und wir starten sofort rein. Kurz warm mit der ersten richtigen Tat hier. Und Toni Kroos. Oh, schade. Das war richtig schön gespielt. Und da ist Sergio Ramos verletzt. Das sieht nicht gut aus. Rafael Varane will für ihn einspringen. Und jetzt, was war das? Boah, Courtois mit einer starken Tat. Modric. Das ist James Rodriguez. James Rodriguez! Und Ronaldo! Das war schön. Das war zu einfach, aber auch mit dem Roulette dann am Ende. Cristiano Ronaldo macht ihn auch. Ja. Das nenne ich mal einen Run. Rennt da hin und her, dann der Roulette und dann muss er noch in die Mitte ziehen und dann haut er den da auch rein. Und links an Oblak vorbei. Nochmal Modric! Oh. Hätte auch mal machen können. Vasquez, und der macht ihn! 2:0 in der 90. Lukas Vasquez, glaube ich, ist gewonnen. Ich weiß nicht, ob ein Verein gewechselt wird, Kessel Rodriguez noch. Wie ja schon erwähnt, der wird auch mal seine Chance bekommen. Und er macht ihn jetzt hier mit dem Finesse. 2:0 für Real Madrid noch in der 90. Minute. Ja, mit diesem Pfiff das Spiel vorbei. Ich muss halt sagen, man merkt halt einfach, dass Gareth Bale fehlt. Auf der rechten Seite sind sie zwar gut besetzt noch mit Presse Rodriguez und mit Lucas Vasquez noch gut besetzt, aber man merkt halt einfach, da fehlt jemand. Und das ist halt in dem Fall Gareth Bale. Ronaldo natürlich, starkes Dribbling eben gehabt. Ein guter Spieler auf jeden Fall dabei. Und ich würde sagen, wir gehen mal jetzt einen Schritt weiter. Eine schlechte Nachricht. Sergio Ramos hat sich für 2 Monate verletzt mit einer Ellenbogenfraktur und das ist natürlich alles andere als gut, aber wir haben ja zum Glück noch einen starken Rückhalt mit Rafael Varane. Als nächstes geht es in die Simulation auswärts gegen Sevilla in der Primera Division wieder. Jetzt natürlich dann mit Varane in der Innenverteidigung und wir gewinnen 1:0 durch ein Tor von Pierre-Emerick Aubameyang. Wir haben noch eine gute Nachricht, Gareth Bale ist wieder zurück und hat sich auskuriert, damit können wir ihn im nächsten Spiel wieder einsetzen. In diesem Spiel gegen Levante werde ich ihn nochmal draußen lassen, einfach damit wir im nächsten Spiel auf jeden Fall mit ihm spielen können. Das ist nämlich das Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin und Toni Kroos, Oscar, der heute mal für James Rodriguez in der Startelf stand. Macht ein Tor und dann James Rodriguez, der dann noch für Aubameyang eingewechselt worden ist, macht hier dann noch 2 Tore tatsächlich, als er reinkommt. Also sehr geil. Ja, und eben, wie schon eben angekündigt, geht es jetzt hier gegen Juventus Turin, ja, schnell gleich nochmal machen. Gegen Juventus Turin und ich würde sagen, ab geht's. Ab geht's für uns zum Spielen. Das erste Champions League-Spiel. Juventus Turin gegen Real Madrid im Juventus Stadium. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ronaldo stark gemacht.
Ronaldo aufs kurze Eck und er macht ihn rein. Cristiano Ronaldo. Das ist die Klasse eines Ronaldos. Den macht er auch mit verbundenen Augen. Sehr schön. Und drin das Ding. Und Gareth Bale ist auch wieder da. Das hat man an dem Schuss gesehen. Sehr stark. Haben wir schön gespielt. Wieder Ronaldo. Diesmal auf Pogba. Und Pogba gegen seinen alten Verein. 2:0 für Real Madrid nach einer halben Stunde. Und ausgerechnet Pogba macht das Tor hier. Zum 2:0 für Real Madrid. Gegen seinen alten Verein. Ronaldo wieder stark nach innen gegangen mit dem Pass auf Ramos. Und Ramos mit dem Pass auf Pogba. Und Pogba muss nur nach oben rechts einschieben. Das macht er ganz locker. Schöner Pass. Cristiano Ronaldo. Da wollte ich einfach mal drauf schießen. Oh! War das Pereira? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall richtig schön gespielt von Juventus. Da hatte ich keine Chance. Da habe ich sogar noch die Notbremse versucht, aber... Wenn er direkt vorm Tor steht, dann hat Courtois auch keine Chance. Hätte aber noch haben können, weil ihm direkt auf den Mann geschossen eigentlich. Das war, glaube ich, Pereira. Ja. Ne, Caceres. Was zum Tor wird das Innenverteidiger. So. Nochmal Juventus nach vorne. Das darf jetzt nicht in die Hose gehen. Wenn wir jetzt den Ausgleich kassieren, wäre das echt mies. Und Courtois. Jetzt nur noch wegklären. Und damit haben wir ganz knapp noch gewonnen am Ende. Mit 2:1 gewinnen wir gegen Juventus Turin. War ein spannendes Spiel und wir gehen weiter. Wir sind auch direkt im nächsten Spiel nach Juventus Turin in der Liga wieder. Celta Vigo gegen Real Madrid. Heute mal Abner auf der Linksverteidigerposition, weil er gefragt hat, ob er spielen darf. Und wir spielen 1:1. Das heißt, unser erster Nicht-Sieg in der Liga. Nolito trifft auf der einen Seite und Ronaldo bei uns. Ja, ist jetzt nicht groß schlimm. Ich glaube, wir bleiben trotzdem Erster. Wir schauen einfach mal gerade in die Tabelle. Ich nehme jetzt einmal kurz live damit hin. Real Madrid Erster mit einem Punkt auf Barcelona Vorsprung. Ja gut, Barcelona hat halt verloren und wir haben halt unentschieden gespielt, ne? Ist halt einfach dann mal so. Ja, und in der nächsten Folge geht's dann wieder ins Städte-Derby und zwar im Copa de España in der Runde der letzten 32 gegen Atletico natürlich dann wieder. Und ja, das war es soweit von dieser Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit Real Madrid. Und ich würde sagen, wenn es gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao, euer Erik von der Gaming Company.